Meine Frau hatte eine Frauenzeitschrift gekauft, die hatte eine Enthüllungsstory über unechte Adlige drin. Guck mal, sagt sie, die schreiben, du bist gar nicht adlig. Ich sage, aha. Ist aber kein Grund, mich gleich zu duzen, Fräuleinchen. Tatsache ist, dass ich einfach vergessen hatte, dass von der Lippe ein Künstlername ist. Es ist schon so lange her, aber was soll's. Ist auch egal. Gut, für meine Frau ist es doof. Wenn wir das nächste Mal bei der Queen sind, wenn Charles stirbt oder sowas, und die Queen sagt zu meiner Frau, was habe ich da gelesen? Ihr Mann ist nicht adelig, aber muss sie durch. Diese kleine Geschichte habe ich meinem Verleger erzählt und er sagte, Jürgen, du musst unbedingt eine Autobiografie schreiben. Ich sage, nee. Hab keine Lust, dass meine Frau die liest und sagt, Schatz, wir müssen reden. Ich könnte über den wichtigsten Zeitabschnitt schreiben, den, wo die Weichen gestellt werden, die Kindheit. Ich wusste nicht, dass das... Das Witzigste ist die Kindheit. Ne? Das ist das. Sehr, sehr schön. Aber schön, dass Sie mitarbeiten. Ne? Die vorne schlafen schon. Aber hinten, da sitzen die... Ich muss das noch mal lesen, sonst wir haben den Zusammenhang, nicht? Damit wir die auch jetzt vorne... Gut, ich könnte über den wichtigsten Zeitabschnitt schreiben, den, wo die Weichen gestellt wurden, die Kindheit. Ja, sagt er, super. Reicht das für 300 Seiten? Ich sag, für drei? Ja, sagt er, oder so. Und los geht's, meine Kindheitsautobiografie. Ich habe meine Adoptiveltern nie kennengelernt. Ich hatte keine. Ich hatte normale Eltern. Viele Tanten und Viele Tanten und Onkels. Und wenn es Onkels heißt, muss es auch Tantens heißen, wegen Gleichberechtigung. Immer normal. Ich hatte normale Eltern. Viele Tantens und Onkels. Und von Anfang an einen Sinn für komische Effekte. Einer von meinen vielen Tantens, die sich über mich beugten, nackt, also ich war nackt und ein Baby, und Dinge sagten wie, ja, wo ist er denn? Habe ich in den offenen Mund gepinkelt. Das schaffte Luft. Sie hat es nie wieder getan. Und auch keine andere Tante. Auch als ich in die Schule kam, wollte ich von Anfang an immer nur die Mädchen zum Lachen bringen. In der Pause konnte man Milch oder Kakao kaufen. Dann habe ich gewartet, bis ein Mädchen trank. Dann habe ich einen Scherz gemacht. Und wenn ihr dann die Milch aus der Nase kam, das war schön. Ich habe das einmal mit Früchtejoghurt geschafft. Ne? Das war noch schöner. Mein Vater war Barkeeper in einer Striptease-Bar. Das hat mich natürlich auch geprägt. Das erste Mal betrunken war ich mit 8. Als ich wieder nüchtern war, war ich 9. Mit 10 erwischte mein Vater mich beim Rauchen. Er zog mich am Ohr ins Wohnzimmer, öffnete eine Schublade und holte eine unterarmdicke Zigarre hervor. Die zwang er mich zu rauchen. Seitdem rauche ich Zigarren. Meine Lehrer waren streng, aber ungerecht. Einer hat mich auch oft verprügelt, aber man sah ihm an, wie ihn das selber mitnahm. Er lief bläulich an, die Adern am Hals und an den Schläfen traten dick hervor. Ich habe mir manchmal richtig Sorgen gemacht. Dann kam das Schlimmste, er verlor sein Gedächtnis. Er wusste nicht mehr, wer ich war. Er sagte, wer glaubst du, wer du bist?
die Dialoge waren auch überhaupt anders, auch unter uns Kindern. Nicht? Heute muss ein Kind sich fragen lassen auf dem Schulhof, wieso isst du Wurst? Spinnst du? Früher wurde man gefragt, ey, du hast ja Wurst auf dem Brot, wollen wir tauschen? Manche haben sich um die Wurst geprügelt. Aber wenn einer am Boden lag, war Schluss. Es wurde auch niemand vor die U-Bahn gestoßen. Wir hatten ja keine. Kinderverse wie, alle Kinder gehen zu Fuß zum Friedhof, nur Hagen wird getragen. Kam viel später. Sind wahrscheinlich wie vieles, was angeblich Jugendsprache ist, von Werbetextern ohne Job geschrieben. Gab ja auch bestimmte Krankheiten nicht. Gab kein Alzheimer. Also gab es auch keine Alzheimer-Witze. Herr Doktor, wird man Alzheimer heilen können? Das können Sie vergessen. Das ist ein Witz der Neuzeit. Wer damals alt wurde, wurde höchstens schwerhörig. Zwei alte Damen im Winter auf einer Bank in einem Park. Die eine sagt, die armen Vögel im Park. Ja, und die Reichen im warmen Bettchen. Man wurde auch nicht aufgeklärt damals. Ne? Es wurde ja überhaupt nicht darüber gesprochen, über diese Dinge. Man wusste zwar, alles mit unten rum ist. Man wusste aber nicht, warum. Man glaubte ja an Storch, zumindest in den katholischen Gegenden. Und ich bin ja in Aachen aufgewachsen, also einer katholischen Hochburg. Das heißt, jeden Samstag Beichte. Gebeichtet wurde anhand des Kinderbeichtspiegels. Kinderbeispiel ist praktisch die Gedächtnisstütze. Lautet erstens Beten, zweitens Heiligen Namen, drittens Heilige Messe, viertens Eltern und Vorgesetzte, fünftens Zanken, sechstens Unschamhaftigkeit. Das war untenrum. Und da sagte man traditionell, sechstens Unschamhaftigkeit, nichts. Man hatte ja nichts. Ne? Und ich weiß es noch wie heute, dieser Samstag. Der Klassenpflegel kommt mit so einem blöden Grinsen aus dem Beichtstuhl. Ich knie noch in der Warteschleife. Und er sagt zu mir, hast du auch was bei sechstens? Nee. Du? Ja, sicher. Und ich war so neidisch. Und als ich dran war im Beichtstuhl, habe ich einfach gesagt, sechstens Unschamhaftigkeit, ich war unschamhaftig. Bar jeder Grundlage. Und der Pastor tat einen, in der Rückschau möchte ich sagen, fast wohlgefälligen Schnaufer. Und dann kam eine Frage, mit der ich nicht gerechnet hatte. Allein oder mit anderen? Und wo ich schon mal dabei war, sagte ich, mit anderen. Wie viele? Keine Ahnung, 10, 15? Die Buße waren 30 Vaterunser und 40 gegrüßet, sagst du, Maria. Für nichts und wieder nichts. Aber so erfuhr ich durch die katholische Kirche, was das Thema Nummer 1 ist. Und von da an bis zum heutigen Tag hat es mir ausschließlich Freude gemacht. Vielen Dank.